Veronika. Sie wollen natürlich in vielen Bereichen alles nicht nur planwirtschaftlich vorplanen, damit alles irgendwie berechenbar ist, sondern sie wollen natürlich auch im geistigen Sinne, gerade was Unterhaltung und Kunst betrifft, das auch so handhaben, dass man halt eben eigentlich das Denken schon vorbeherrscht. Und das merken sie aber in vielen Bereichen, dass das nicht wirklich geht, beziehungsweise es wird einfach fad. Also Kunst lebt ja eigentlich vom Unberechenbaren und lebt auch vom zutiefst Menschlichen, und das zutiefst Menschliche ist halt einfach für sich unberechenbar. Also das ist eben das, was sie nicht ausgeht. Und da ist jetzt, wie soll man sagen, die technokratische Welt mit der echten Welt, da kollidiert's. Falls du meine Arbeit zu schätzen weißt und mich unterstützen möchtest, freue ich mich sehr über deinen Förderbeitrag. Den PayPal-Link findest du in der Beschreibung dieses Videos. Herzlichen Dank! Hallo liebe Zuseher, willkommen bei der Sendung Freispruch. Wie der Name schon sagt, geht es ums freie Sprechen, um freie Rede. Und heute habe ich einen Gast, der eine ganz besondere Stimme hat in meinen Augen. Die Stimme schlechthin, Bass, ja, also richtig brummig, tief, erdig, die Stärke und Weichheit für mich in Person. Wir reden vom Opernsänger Günter Kreuzböck. Und damit wir da einen kleinen Vorgeschmack kriegen, spielen wir gleich einmal einen Trailer ab. Dauert ungefähr 1,5 Minuten. Go! Er will immer jedes Mal einen Schritt weiter gehen und das spricht für ihn. Deswegen ist er so ein großer Künstler. Er brennt für viele Dinge im Leben, nicht nur für die Kunst. There is some special light is coming from him. Du stehst da, alle schauen auf dich, du bist total alleine als Sänger. Ich glaube, dass das einfach dann das ausmacht, was Oper ist. Also diese unglaubliche Gefühlswelt. Und oft passiert es eben so, dass zur richtigen Zeit, sprich für die Figur, die das gerade benötigt oder wo das perfekt passt, auch die richtige Lebensphase sozusagen auftaucht. Das ist ein fünftig kleiner Galott, da ist ein Tropf, gutes Blut dabei. Letztlich entscheidest es nur du selber. Ja, hallo lieber Günther. Hallo Monika. Grüß dich. Ja, du, sehr, sehr beeindruckend. Dieser Trailer über dich begleitet dich ja 2 Jahre in deinem Leben, und zwar in 2 sehr wichtigen Jahren, wie ich meine. Hm. Ist ja was uns verbindet, dass wir da nicht ganz so mitgemacht haben, wie sich das unser Umfeld vielleicht erwartet hat. Hm? Ja, also ich muss ganz kurz zu dem Film sagen, das ist so, das war eigentlich geplant als ein Film, und zwar hätte das heißen sollen, ich glaube, On the Road to Walhall oder so ähnlich wäre unser Titel gewesen damals, weil ich hätte ja 2020 im Sommer bei den Bayreuther Festspielen in Wotan singen sollen. Also in allen 3 Teilen, Rheingold, Walküre und Siegfried. Und wir wissen, was 2020 passiert ist. Und wir waren da mittendrin im Dreh für den ersten Film. Und ja, und wie wir wissen, im März 2020 ist dann etwas passiert, oder es ist ein bisschen alles sehr turbulent geworden und in einer Weise plötzlich quasi die Welt auf den Kopf gestellt. Wir haben dann den Film weitergedreht und war dann sehr klar, ich glaube schon Ende März oder im April hat dann die Intendantin, die Katharina Wagner, schon verkündigt, dass die Bayreuther Festspiele im Sommer abgesagt werden. Also April war es, glaube ich. Und wir haben dann spontan überlegt, was machen wir mit dem Film jetzt, und haben dann beschlossen, den Film zu nennen, Wotan muss warten. Die gibt es auf YouTube, ist er, also er ist überall gesendet worden. Damals hat ihn sogar noch Dreisat ausgestrahlt und auf ORF. Und wir haben dann beschlossen, naja, für den nächsten Ring 2022
machen wir weiter. Und da ist dann wieder, haben sie dann wieder die Ereignisse überschlagen. Und zwar, ich habe 21, die dann die Bayreuther Festspiele wieder stattgefunden haben, gab es dann einen, wie war das dann? Es ist alles so turbulent gewesen, dass man gar nicht mehr weiß. Der Wahnsinn der letzten Jahre war einfach so irre, dass man einfach die Ereignisse kaum mehr rekonstruieren kann. Und ich rede jetzt nur von den beruflichen Dingen, also rein chronologisch. Dass es dann damals 21 eine konzertante Walküre gab, die habe ich gesungen bis zur Generalprobe. Danach habe ich dann aber abgesagt und bin dann aus dem ganzen Ring ausgestiegen, weil die Bayreuther Festspiele 2021, das war eine Erfahrung für sich, das kann man kaum beschreiben. Ich will jetzt über den Ort auf keinen Fall schlecht reden, weil es mir immer sehr, noch immer sehr viel bedeutet, aber an Vorschriften, an, wie soll man sagen, an Hygienemaßnahmen war das wirklich ganz was Besonderes, sagen wir es einmal so. Und hab dann einfach gewusst, dass das in der Form leider jetzt nichts wird unter diesen zeitlichen Umständen. Wir haben aber dann trotzdem beschlossen, den Film zu machen und haben das einfach weiter gesponnen bis, wie lange haben wir gedreht? Bis 22 im Herbst. Also ich glaube dann Don Carlo in New York war dann quasi unser Aufhänger und haben dann den Titel umbenannt und haben dann gesagt, okay, machen wir so einen allgemeinen Film über so eine Art Lebensbegleitung dieser letzten 2 Jahre. Also von 2020 weg und haben das dann genannt, Ich lebe allein in meinem Himmel. Das ist eine berühmte Textstelle aus einem Rückertlied von Gustav Mahler. Und der ist sehr schön geworden, weil er eigentlich letztlich dann noch viel tiefer geht, als wenn er sich nur um das Ereignis Ring in Bayreuth beschäftigt hätte. Es ist eigentlich ein sehr persönliches Porträt jetzt insgesamt mit diesen irrsinnigen Ereignissen der letzten Jahre. Und was bei dem Film jetzt betrifft, wir haben jetzt sicher auch zum Reden kommen. Bin jetzt sehr gespannt, wie es verbreitet, weil es hat sich natürlich mein Image in den letzten 3 Jahren oder 4 natürlich sehr verändert. Und ich bin sozusagen vom Liebkind ein bisschen zum Buhmann geworden, weil ich es gewagt habe, kritisch zu fragen. Aber das kennst ja du auch. Ja, absolut. Das ist ja was, was uns verbindet. Ja. Ich war auch vorher eben auch aufgrund meiner Lebensweise Liebkind, ORF zum Beispiel, ja, auch anderen Leitmedien sogenannten, bis ich 2015 schon Verfassungsbrüche aufdeckt habe. Das war schon lange vor Corona, das ist um Neutralität gegangen. Ja. Und die verletzte Neutralität durch einseitige Maßnahmen gegen Russland, das darf ein neutraler Staat nicht. Ja. Der muss auch im Frieden die Parität, die Gleichbehandlung wahren, na nona nicht. Ja. Ja, klar. Und da ich damals noch, also bis, ich war ja bis vorletztes Jahr im Verteidigungsministerium, wie du warst, hat man eben versucht, mich dann auf einmal in das rechte Lager zu stecken. Ja, Das ist auch eine Rolle. Ja, ja, klar. also ich bin auf einmal Verschwörungstheoretikerin gewesen, weil ich gesagt habe, naja, es kommt zum russisch-ukrainischen Krieg, wenn so auch der Westen weiter provoziert. Es Logisch. kommt auch zum Krieg in Nahost und haben gesagt, ja, die spinnt ja völlig. Na, jetzt haben wir beide Kriege. Es ist auch die Massenmigration, die damals der Regierung angekündigt hat, gekommen. Ich bin ja nicht gegen Migration, sondern ich habe gesagt, schaut bitte, dass wir rechtzeitig die Leute aufnehmen können, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Weil Genau. irgendwann einmal kommen Leute, die dann sagen, das Boot ist voll und wenn man zu viele der Falschen erinnert hat, kann man die Richtigen nicht mehr aufnehmen, logischerweise. Ne? Okay. Dann ist im Standard gestanden, ich hetze gegen Wirtschaftsmigranten und dann haben wir gedacht, hey, wo sind wir hier? Ja, das war Ja, sehr. also für mich war die C-Blödemie, die Corona-Blödemie, wie ich sie nenne, war für mich nur der Kulminationspunkt, wo ich sogar froh war, dass er gekommen ist, dieser Kulminationspunkt, weil ich mir dachte, jetzt werden mehr Leute verstehen, wovon ich seit Jahren rede und genau das ist dann der Fall gewesen. Und ich denke, ohne diese Blödemie hätten uns auch wir beide gar nicht kennengelernt. Nein, natürlich nicht. Es ist nur so, ich andersweise natürlich jetzt nicht mit deinem Detailwissen. Ich habe jetzt, ich bin halt viel in der Welt unterwegs und ich lebe jetzt weniger von Nachrichten, sondern wirklich von dem, was ich wirklich erlebe. Und dann versuche ich das immer abzugleichen mit dem, was uns erzählt wird. Und komme dann, oder bin auch schon relativ bald drauf gekommen, also der ORF erzählt uns dieses und jenes, aber die Realität schaut dann vor Ort oft doch etwas anders aus. Und ich bin halt aufgewachsen, sagen wir wahrscheinlich eh beide, mit diesem Weltbild, dass man sich um 7:30 früher vor den Fernseher gesetzt hat und Nachrichten geschaut hat und glaubt hat, das ist jetzt das, was halt passiert ist. Und habe dann sehr bald durch meine berufliche Tätigkeit und auch mein vieles Herumkommen gemerkt, die Welt ist schon ein bisschen größer als wie das, was zwischen 1930 und 1950, ich nenne es, sage ich 1952, weil das Wetter nimmt jetzt mittlerweile auch schon dazu. Was uns da so erzählt, wie. Also, inklusive nehmen Sport und die Seitenblicke ja gleich dazu. Also, sagen wir mal so, die Realität ist ja größer als das, was uns die da in dieser halben Stunde sagen. Ja.
Und natürlich, sozusagen, erstreckt sich das jetzt weiter. Jetzt, du hast natürlich jetzt da den klassischen Mainstream-Konsumenten, der auf halb acht sich da hinsetzt und die sozusagen auf gut Österreichisch sagt, die Haxen hochlagert und sie berieseln lässt. Es gibt natürlich dann die intellektuellere Form des sich informieren Wollendens. Das ist zum Beispiel wie, du hast gerade die Zeitung angesprochen, dieses Tatloser Blatt. Das sind dann die glauben, sie haben noch mehr Einblick, aber sie kriegen eigentlich in der Quintessenz der Information sogar oft noch viel mehr Blödsinn. Auch das haben wir jetzt alle erlebt und vor allem, das ist alles auch noch nicht schlimm, nur schlimm wird es dann, wenn du merkst, es wird wirklich Propaganda in einer Weise, die unglaublich persönlich wird, wenn Leute nur ansatzweise kritisch werden. Und da habe ich halt einiges erlebt, wo ich echt sagen muss, das hätte ich so nicht gedacht. Also wie Ja, es bei dir klingt. du genauso. Und vor allem, wir kommen beide aus Bereichen, du aus Kunst, ja, vor allem Oper. Und wir reden dann eh noch hoffentlich drüber, was du unter Kunst verstehst. Ja, für mich hat es immer geheißen, Alternativen aufzuzeigen, Freiheit zu vermitteln. Und ich komme aus einem Bereich, wo die Freiheit geschützt wird. Verteidigungsministerium, Offizier, ich habe immerhin gelobt, wirklich im Bedarfsfall meinen Körper dafür einzusetzen, also im Bedarfsfall auch mit dem Leben dafür zu zahlen, Volk und Land zu schützen. Das habe ich gelobt als Soldat Ich und glaube. Offizier. Und ich gelobe, ja. Und auf einmal sind die Ersten, die bei dem ganzen Schwachsinn mitgemacht haben, die dazu vergatterten Beamten, insbesondere in der Exekutive, wo ja Polizei und Bundeswehr dazugehört. Und ich war platt, ich habe gedacht, das gibt es ja nicht, dass die da alle bei diesem Schwachsinn mitmachen, also fast alle, ja. Und dann war mir klar, da stimmt was nicht. Allein schon diese Gleichmacherei. Wir brauchen jetzt bitte nicht über medizinische Details reden. Das ist alles längst aufgearbeitet. Ja. Wir wissen, dass wir alle damals recht gehabt haben, wenn wir gesagt haben, ja, das ist ein bisschen eine stärkere Grippe und aus. Jetzt ist das offizielle Wording. Das, was uns früher Verschwörungstheoretiker geschimpft Ja, haben. Ja? ja. Ja? Aber worum es mir gegangen ist, ist dieses Mitmachen. Also dieses, Genau, und ich genau. habe sie, Es geht. und ich habe sie auch in der Kunstbranche erlebt. Ich mag jetzt bitte über niemanden schimpfen. Ich habe super Erfahrungen gemacht mit einem Filmteam, das du ja auch kennst. So haben wir beide uns ja kennengelernt über die Dreharbeiten zum Kinofilm Der Soldat Monika. Du warst mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere, war das im Juni oder Juli Juli, ganz gern. 2023. Wir waren in einer Kraftkammer gemeinsam für eine Szene, du und ich. Ich finde es super, also wir haben uns noch nie vorher gesehen und sind uns in die Arme gefallen und haben gesagt, hey, ich bin Fan von dir, ja, du hast mir dasselbe vice versa zurückgesagt. Ja, nein, echt, also das, so wie wenn wir, wie Geschwister irgendwo, ja, also totales Verständnis und fast schon wortlos und dann ergibt das eine das andere und ich glaube, das war auch etwas zu harmonisch. Ich meine, das war jetzt nicht der Grund, warum diese Szene leider nicht in den Film reinkommt, sondern sie haben gesagt, ja, das würde einen Handlungsstrang eröffnen, dass der Film einmal eine halbe Stunde länger dauert, der hat eh schon knapp 2 Stunden und ich habe kein Mitspracherecht leider, ja, sonst war die Szene auf jeden Fall drinnen, denn Ist sie ja völlig war. wurscht. Im Prinzip, letztlich, du hast, glaube ich, du mit dem Film jetzt die Chance, dass du wieder neue Leute für deine Person aufmerksam machst oder auf deine Person aufmerksam machst. Wir brauchen eh nicht miteinander reden. Okay, das tun wir jetzt, weil wir verstehen uns eben mehr oder weniger. Natürlich haben wir jetzt wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Punkt, was du mehr, ich weniger, ich lasse mir gerne was sagen. Aber ich rede jetzt von was mein Thema ist, jetzt aktueller Aufbrechen der Blase. Weil wir kennen uns eh alle und wir wissen, der tickt so, die tickt so, der hat da einen Schwerpunkt, der kennt sich da besser aus, die kennt sich da ein bisschen weniger gut aus, aber im Prinzip, es ist, ich sage jetzt nicht Echokammer, aber es ist doch eine erweiterte Blase, ganz einfach. Und ich Absolut. glaube, so ein Film, wie du das jetzt da oder was ihr da jetzt dran habt, oder was wir gedreht haben, auch mit den Mitwirkenden, hat insofern wieder eine große Relevanz und Wichtigkeit, weil er weit über diese Verschwörungstheoretikerblase hinaus wieder Leute erreicht. Und du bist als Figur, glaube ich, auch deshalb so wichtig, weil du eben durch deine, nennen wir es jetzt einmal, geschlechtliche Spezialität, also dass du halt einfach sozusagen vom Mann zur Frau worden bist, gerade in der aktuellen Zeit, hast du eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Und das macht dich natürlich hochinteressant, macht dich natürlich aber auch sehr gefährlich, das System. Und ich kenne das auch, wenn du jemand bist, der sehr integer ist und den man einfach. Eigentlich, wenn man nicht persönlich was hat, aus Neidgründen oder so, eigentlich, sage ich jetzt ganz brutal, klingt ein bisschen selbstgefällig, nicht mögen kann eigentlich und die Leute ihm zuhören und der aber dann trotzdem kritisch ist und nicht mitspielt, dann bist du gefährlich. Und Ja. deshalb wird man dann auch so bekämpft und deshalb versteht man dann ja zwischenzeitlich auch die Welt nicht, wenn man sagt, ja, Moment einmal, ich meine, ich hab ja nichts davon.
Ich verliere nur. Also es ist ja nicht so, dass ich damit jetzt irgendwie, ich verkaufe nicht einmal Bücher. Das ist ja nur ein Unterschied. Du hast ja wenigstens was zum Veräußern. Wenn du weißt viel was und weißt wirklich was zum Mitteilen hast. Ich stelle ja nur Fragen. Und ich sage mir, Naja, warum macht sie alle bei jedem Blödsinn mit? So unreflektiert. mich hat der Kampf für die Freiheit, nämlich die Abschaffung des Impfzwanges, hat mich einen fixen Job gekostet. Ich weiß, ich weiß, ich könnte. 32 Jahre Bundesdienst, so weggewischt. Sie mussten sich natürlich mit mir einigen auf die einvernehmliche Auflösung, weil ich bin sofort zu Gericht gegangen und da war ja noch was anhängig, ja, nämlich umgekehrt. Und deswegen, du weißt, der Bund vergleicht sich grundsätzlich nicht, ja. Aber der Sachverhalt war sowas von klar in meinem Fall, dass wir haben das Dienstverhältnis einvernehmlich aufgelöst, Auspunkt fertig, ja. Und das heißt was. Ich hatte was in der Hand, insbesondere das Buch Corona-Diktatur, wo ich alles nachgewiesen habe. Diktatur. Monika Donner, erschienen beim Monitor, zu haben um 29,90 €. Bis sie 2021 unfreiwillig absalutieren musste, war die Dame Ministerialrätin im Verteidigungsministerium. Jetzt ist sie hauptberufliche Schutzmantel-Madonna der Verwirrten und Verhetzten. Höchste Militärchargen müssen im Tarnanzug ausrücken, um die Folgen in Schach zu halten. Willkommen unter meinem Tischbein. Ich bin erst nachher, wie erst nachher erstmals als Schriftstellerin erfolgreich worden, wie das Dienstverhältnis zum Bund schon aufgelöst war, weil ich mich eben so weit ausgeklammert habe. Das heißt, das eine hat das andere ergeben. Ich habe auch, so wie du, Ja, klar. durch meinen Widerstand. Oder durch, ich mag es gar nicht Widerstand nennen. Ich habe einfach gesagt, nein, ich mache nicht mit, ich mache mein eigenes Ding. Das ist ein Garn, hat eine ganz andere Qualität. Ja, Aber klar. vielleicht noch gefährlicher fürs System, wenn du auch noch die Alternative, die Option aufzeigen kannst, die ein freilebendes, bewusstes Individuum an den Tag legen kann, Absolut richtig, ja. bist du Ja. die viel größere Gefahr. Natürlich, Und ja, vor dann dem. hast du bei mir praktisch Expertise, 32 Jahre Bundesdienst als Offizier, Ministerialrätin, Juristin. Ja, also das ist schon ziemlich hoch im Bundesdienst angesiedelt. Plus dann noch lesbische Transsexuelle, also verheiratet mit einer Frau. Ja. Also was wollen die von mir? Also ich bin die 2008 bzw. 2009 beim Verfassungsgericht so verkämpft hatte, dass sich transidente Menschen nicht mehr zwangsoperieren lassen müssen für eine Personenstands- und Namensänderung. Punkt. Also ich Super. trete für Freiheit ein. Und wie ich das damals gemacht habe, habe ich gesagt, ich bin links. Ja? Wie ich bei Corona gesagt habe, nein, ob jemand sich impfen lässt, ist eine höchstpersönliche Entscheidung, genauso wie die, ob sich jemand genital anpassend operieren lässt. Ja? Es geht um die Entscheidungsfreiheit. Beim einen habe ich gesagt, ich bin links. Und beim anderen Nazi. war ich rechts. Natürlich. Das zeigt, das zeigt für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Günther, das zeigt für mich, das Wort rechts und links sind Schablonen, die verwendet man, um ein gewünschtes oder ein nicht gewünschtes Verhalten zu belohnen oder ein nicht gewünschtes zu pönalisieren, also mit Strafe zu belegen. Ja, absolut. Und ich verstehe eigentlich nur immer nicht, warum sie da Leute noch immer von dem so blöffen lassen, beziehungsweise warum nicht, so wie bei Corona, kollektiv nicht eine Masse aufsteht und sagt, ja, wir sind alle rechts, was ist das Problem? Also einfach diesen Begriff, so einfach wie es nur möglich ist, völlig zu ent dieses Schwert einfach völlig zu ent entgelten. Also Ja. einfach stumpf zu machen. Weil es ist ja jeder, der irgendwie nur welches Mainstream-Narrativ halt immer gewälzt wird, nur hinterfragt, ist jetzt mittlerweile schon im Rechten, es wird ja immer, du merkst ja, wie aggressiv es wird. Es ist ja dann, rechts allein genügt ja nicht, du bist ja dann automatisch ein kleiner Antisemit und es werden ja dann, das wird ja alles latent kriminalisiert. Jede Ja. Kritik wird eigentlich in eine Richtung gedrängt, dass sie keiner wagt, da aufzuspringen. Und Und das ist das ist das, was ich eben jetzt. sage, das sind genau diese Anfänge, von denen eigentlich immer gesprochen wird, denen man wehren müsste. Ja, denn wenn wir von Demokratie und von Meinungspluralität und auch von Fakten, nicht Resistenz, sondern Faktenanalyse
Prognose, Lösung sprechen. Es ist ein absolut stringentes, logisches Herangehen an Sachverhalte, was man von der Politik erwarten müsste. Dann müsste man ja gerade die kritischen Stimmen besonders zuhören, um das eigene Verhalten in Frage zu stellen. Es ist genau das Gegenteil passiert. Also Sie haben Ärzte entlassen, Sie haben Leute aus der Exekutive entlassen, Sie haben Menschen rausgeschmissen, die wirklich mit einer Expertise daherkommen sind, die einfach einer politischen Agenda widersprochen hat. Und das sind diktaturähnliche Züge, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das geht noch viel, viel weiter. Das geht noch viel, viel weiter. Und jetzt aktuell zurückzukommen an den Film und an den Trailer, von wegen Ausstrahlung. Das ist so, ich kann jetzt die Medienanstalt nicht nennen, aber es ist ein großer deutscher öffentlicher Sender. Mit dem gab es, glaube ich, sogar einen Vorvertrag, weil der erste Film wurde dort ausgestrahlt. Und der zuständige Redakteur damals hat dann, wie es um die Ausstellung des zweiten Teils, also das jetzt aktuell rausgekommen, also den Ich lebe allein in meinem Himmel und den Film gegangen ist, hat der gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie wissen, mit welchen Leuten der redet. Also es ist nicht einmal mehr die Frage, was du sagst und mit wem du redest. Ja. Und es ging dann damals, glaube ich, keine Ahnung, was er konkret gemeint hat, ob ich einmal mit RTV oder mit Auf 1 oder whatever, oder ich meine, im Prinzip, jetzt ist plötzlich so ein Gespräch zwischen uns zwei, ist ja für solche Leute schon, aha, was denn mit wem der redet. Also es ist ja völlig irre. Ich habe das in einem News-Interview im Sommer letztes Jahr gesagt, in der Inquisition gab es wenigstens ein Gerichtsverfahren. Ja. Da bin ich wenigstens vor dem Inquisitor gestanden und habe wenigstens noch irgendwie abschwören können. Aber mittlerweile reicht das Anschwerten und das Recht, dass ich mit jemandem rede. Ich kann, selbst wenn ich sage, Monika, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß jetzt nicht, Hausnummer, was du sagst über, keine Ahnung, Ukraine oder Israel, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, aber es reicht, dass ich mit dir rede. Ja, und das ist das, was Sie Kontaktschuld nennen. Ja? Genau, und das muss jeder, und selbst wenn er noch so auf der Mainstream-Seite ist, muss langsam kapieren, wo das hingeht, wann das so weitergeht. Du, ich bin vorweggenommen ein kleiner Scherz, ja, der aber ernst gemeint war, also nicht als Scherz gemeint war, von einer Politikwissenschaftlerin, die hat mich tatsächlich im Rahmen dieses Kinofilms obwohl ich sie getroffen habe, eine bekennende Linke oder glaubst sogar Linksextreme, wurde ich als rechts zuerst eingestuft und im Laufe des Gesprächs ist dann draufgekommen, ich sei rechtslibertär. Ja, ja okay. Damit kann ich, weil sie ja laut ihrem Wording sowieso ein Widerspruch in sich ist. So. Und diese Dame, die habe ich getroffen, hat sich darüber aufgeregt, dass ihr, oder nicht aufgeregt, aber sie hat es verurteilt, dass ich den Gottfried Küssl getroffen habe. Wo, okay. du und ich ja festgestellt haben, wahrscheinlich gibt es da für jede Demo einen aufblasbaren Küssl. Ja, ich weiß nicht, aber es war ein Witz, weil ich war einfach so propagandistisch überreizt. Auch. Bei jeder Corona-Demo hat es immer, ja. War die Untertitel war immer schon, ach Gott, für Küssl war dabei. Ja. Also, ah, wow. Ja. Und ich habe den wirklich, wirklich zufällig bei einem Spätzl von mir, der eigentlich links ist, ein Freund von Wolfgang Ambros, ja. Also ein Künstler, ja. Und ein Familienfreund sogar, ja. Und, und der hat den Küssl kennengelernt und die haben sich schätzen gelernt, die beiden. Ja, also und der steht bei der Party, zu der ich auch eingeladen war, und ich unterhalte mich mit dem eine halbe Stunde lang und sage, boah, super, tolles Gespräch, finde ich klasse, dass ich beim Manuel da so jemanden kennenlerne, und gebe ihm die Hand und er sagt, der ist der Gottfried. Und ich sage, ich bin die Monika. Und es hat noch immer nicht geklingelt bei mir, ich habe den nicht einmal erkannt. Ja? Ja. Und dann stand in den Medien, dass der Gottfried Küssl und ich so irgendwie mit den Demos verbunden sind, was überhaupt nicht stimmt. Ich kannte den ja vorher nicht und haben dann erst wieder gesehen, für den Kinofilm, weil da kommt er ja auch mit vor, der Gottfried Küssl, weil ich habe gesagt, ich treffe links, ich treffe rechts, ich rede mit jedem. Wer soll denn das bitte durchbrechen, wenn nicht jeder Einzelne für sich? Ich lasse mir nicht sagen, mit wem ich reden darf und mit wem nicht. Ich hätte da genauso mit der Antifa oder mit dem Denunziationsarchiv des österreichischen Pseudowiderstands, also sie nennen sich DÖF, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird immer größer, je länger er schon Geschichte ist. Spannend, ne? Und da wurde mir gesagt von Seiten der Produktion, auch des Regisseurs, na, eigentlich würde man schon ganz gerne mit mir reden, aber das kann man sich nicht leisten. Hä? Das ist ein öffentliches Dokumentationsarchiv, oder was? Dokumentationsarchiv und Antifa. Das heißt, Antifa. Ja.
Ich stelle mich jedem Gespräch, vom Ja. Sandlauf der Straßen Ja. über Ja, klar. Antifa, Neonazi, mir ist das völlig wurscht, denn ich möchte ja wissen, wie Menschen ticken. Wie? Und dann musst du dir vorstellen, frage ich die besagte Politikwissenschaftlerin, du, warum darf man den nicht treffen? Na, der hat das und das und das einmal gesagt, sage ich, weißt du, wie er jetzt tickt? Na, das hat mich Ja, nicht vor zu allem der ist ja interessieren. langsam, der gesessen auch schon langsam, das muss man auch noch Das sagen hat dazu. mich nicht zu interessieren, sagt sie. Ja? Und dann habe ich sie gefragt, off record, glaubst du nicht, also da war die Kamera schon abgedreht, glaubst du nicht, dass diese Menschen dann noch mehr verkrusten und dann noch mehr zu dem werden müssten, wofür du sie eigentlich hältst? Ist das nicht eine Gefahr? Da kommt dann keine Antwort mehr. Weißt? Das ist so ein Lagerdenken und ich finde es sehr Ja. gefährlich, denn ich glaube, dass wenn du da Ja, Hufeisen anschaust, die ich zwei kann natürlich jetzt Pole, wissen. links und rechts, sind sich näher Ja. als das, was in der Mitte ist, ne? Jetzt blöd gesagt, Küssl ist insofern ein ganz gutes Beispiel, weil da kann man jetzt immerhin sagen, kann mich erinnern, ich war damals, glaube ich, in der 6. Klasse Gymnasium, es war 1991, 92, wo diese, das war, glaube ich, damals diese Langeloispartie da, diese Wehrsportübungen da. Und da war das damals schon ein großes Thema und ich kann mich noch gut erinnern, da, das wurde jetzt immer so mahnend hingestellt, schau, da kannst, weiß nicht, wie viele Jahre ins Gefängnis gehen, ich glaube, 7 oder, weiß nicht, wie viele Jahre der gesessen ist. Und ich kann mich noch auch erinnern, dass ich über das Strafmaß damals immer gedacht, boah, das ist schon ganz schön heftig. Also, so, okay, gut. Aber was der als Jugendlicher, ist man da noch, wie soll man sagen, formbarer. Und jetzt, was ich damit sagen will, der ist zumindest rechtskräftig verurteilt worden. Der ist eingesessen wegen wahrscheinlich wirklich nationalsozialistischer Wiederbelebung etc. Wir reden ja jetzt aktuell von Leuten, die völlig unbescholten sind, teilweise, wo du in eine Kontaktschuld kommst mit Leuten, die nichts am Kerbholz haben. Also das ist ja das, was gerade in Deutschland also gefährlich ist, wenn vor allem was vor 2, 3 Wochen wie die Frau Faeser und ihre Kumpanen da auch von Taten unterhalb der strafrechtlichen Relevanz sprechen, wo du sagst, was soll das sein, bitte? Also wo beginnen wir dann einfach an zu kriminalisieren? Also das ist einfach dieser ideologische Terror, der langsam beginnt, wo du sagst, ich weiß ja nicht einmal, was es ist. Ich weiß ja nicht einmal, was ist eigentlich das Vergehen. Also drum, Küssl, wie Es ist gesagt, ich wollte eine Vorverurteilung, ja. naja, was heißt ja, vor allem saugefährlich. Vor allem die Geschichte ist, die Themen werden ja immer in kürzeren Zyklen neu gewälzt und gewechselt und du weißt ja nicht, wann ich heute jetzt, also ich meine, ich komme ja selber gar nicht mit in unserer Branche, meine liebsten, ich sage das jetzt ganz brutal, meine liebsten opportunistischen, arschgehörigsten Kollegen, die haben ja alle 2 Wochen eine neue Fahne oben auf ihrem Profilbild und die kommen ja gar nicht, wieso, habe ich was verpasst, die war jetzt eine Woche in Amerika, ja, also zuerst die Fahne, dann die Impfung, dann der Regenbogen, dann die Ukraine, dann soll ja alles von mir was richtig sein, wenn's, aber ich weiß ja bei diesen Leuten, bei einigen wirklich, da geht es nur um das, ich muss gefallen, ich muss mitmachen, ich will mir einen Vorteil rausholen. Und die Geschichte ist, das ist jetzt, das ist dann jetzt die Übereifrigen, aber ich rede ja von einer Dimension jetzt, wo du fast schon zu einem Bekenntniszwang irgendwo genötigt wirst. Und in dem Moment, wo dann einfach, wo du kritisch bist oder wenn du mit jemandem redest, der, wo man nicht einmal weiß, dass der fragwürdig ist oder umstritten ist, dass du da sofort automatisch mitgefremdet bist. Das ist, ich würde auch damit sagen, dieser die Dynamik der Hexenjagd hat sich so verdichtet, dass du am besten jetzt nur mehr zurücksteigst und sagst, weiß ich nicht, ich rede mit dir jetzt, weil ich dich kenne, so ein bisschen. Und bei mir war es mehr ungefähr, dass ich halt einfach kritisch bin, aber jetzt eigentlich auch nirgendwo zugehörig. Und es ist einfach sehr gefährlich. Und wenn sie diese Spirale so weiter aufheizt, und das tut sie gerade, dann weiß ich nicht, wie das weitergehen soll. Naja, das zielt von, nicht von allen, aber von vielen in Politik und Medien, die an Strippen ziehen, scheint zu sein, dass du dich nur mehr an das hältst, Macht die was dir so. gesagt wird, was dir Ja. eine Obrigkeit sagt, ja. Und das beinhaltet nicht nur, was du sagst, sondern dann natürlich auch das, was du denkst. Denn du musst dich ja selbst in deinem Denken kontrollieren, damit du politisch korrekt sein kannst. Ich frage ja die Leute bei den Vorträgen immer, die heute halt, könnt ihr wirklich die Begriffe politisch und korrekt unter einen Hut bringen? Und dann lachen eh alle oder sie sagen na, ja. Das ist ja eine Perversion in sich. Es genügt doch korrekt. Was soll denn bitte der Begriff politisch korrekt bedeuten? Das heißt, wir haben ein korrekt und ein anderes korrekt noch, das du noch mehr pflegen sollst. Und aus dem erwächst dann ein Kult in einer Gesellschaft, wo
Menschen, ich sage mal, ich bin auch dafür, dass der Nationalsozialismus natürlich verboten ist, keine Frage. Aber wir reden hier bitte von politischen Gesinnungsdelikten, die zum Teil schärfer bestraft werden, also wenn jemand Körperverletzung begeht Genau. oder Ja. kindersexuell Ja. missbraucht. Ja? Aktuell ist es Also, sehr viel beobachten, nehmen, was da für Grausamkeiten passieren. Und, ja. aber da muss man jetzt auch dazu sagen, also, okay, das ist jetzt der Sache der Justiz. Aber was mich so schreckt, ist einfach die allgemeine Gleichgültigkeit. Und das, aus meiner Sicht, dieses Gerechtigkeitsbewusstsein, was nicht mehr da ist. Deshalb hat sich für mich das Thema, unter Anführungszeichen, Aufklärung oder auch kritisch Fragen im öffentlichen Raum mehr oder weniger übrig, weil ich merke, die Leute, es ist ihnen einfach wurscht. Es ist einfach, wir haben, ich glaube, das war 2020, wie vor der Amerika-Wahl damals, da kamen diese ganzen, lang noch vor dem Ukraine-Krieg, wie diese ganzen Geschichten rauskamen mit dem Hunter Biden und so weiter und Ukraine und whatever. Und ja, ich habe mir das ein bisschen so angehört und was weiß ich, was für die Hillary Clinton-E-Mails und was man halt so mitkriegt ein bisschen. Und ich habe damals mit meiner Frau sehr viel geredet, weil die hat sich das interessiert dafür und hat gesagt, schau, das ist aber spannend und so weiter. Und habe ich gesagt, und wenn das rauskommt, puh, da wird aber dann. Und dann habe ich gesagt, nein, gar nichts, was den Leuten einfach wurscht ist. Und es ist mittlerweile, gut, es ist weit weg, selbstverständlich ist es ein Thema, wo du sagst, okay, natürlich hat es jetzt dann mit dem Ukraine-Krieg schon wieder, eigentlich hätte es jetzt wieder eine andere Brisanz. Es ist jetzt nicht nur irgendein Detail, wo sich irgendwer bereichert hat oder irgendwelche Machenschaften vielleicht am sich bilden wollen oder Netzwerke, die nicht sauber sind, sondern wo es halt jetzt schon handfest um was geht. Aber es geht ja in ganz unmittelbaren Dingen, die wesentlich näher die Einschläge sozusagen haben, wo die Leute einfach nur Achselzucken sagen, naja, aha, na, der Teichtmeister, ja, auch wurscht, der Pilnercheck, auch wurscht. Es ist einfach irgendwie, es ist ihnen alles wurscht. Und die meisten wissen ja nicht einmal, dass sie Masken aufgehabt haben und die wissen dann nicht mal mehr. Es ist das, wo ich einfach so sage, aha, ja, okay, ja, dann ist es mir eigentlich auch wurscht irgendwann einmal. Weil ich muss dann schauen, ich weiß eh ungefähr, wie ich denke. Ich muss schauen, dass ich in meiner Umgebung mit guten Leuten zusammen bin, aber mit dieser Art von Gleichgültigkeit und letztlich auch Fanatismus, der dann ja auch so x-beliebig aufzudrehen ist und die schlagen auf die hin, wenn du nur Fragen stößt, mit dem will ich dann eh nichts zu tun haben. Also irgendwann zieht man sich dann halt auch zurück, nicht aus Feigheit, sondern einfach so eine gewisse Resignation, weil du siehst, die breite Masse, die sogenannte, die kriegt jeden Tag irgendeinen Aufreger oder was weiß ich, jetzt haben wir wieder irgendwelche Massenvergewaltigungen oder sonst was. Ja, aha, ja, übermorgen ist wieder vergessen. Oder das Vergessen, dass jetzt, oder ausgeblendet, dass im Gazastreifen inzwischen mehr als 30.000 Zivilisten ermordet wurden. Ja? Also nicht nur knapp 2 Millionen Menschen auf der Flucht oder Ja. vertrieben im eigenen Grenzland, also diese kannst du nicht als Land bezeichnen, den Gazastreifen, also eben in Ja. diesem Streifen, sondern auch 30.000 Zivilisten ermordet, hauptsächlich kleine Kinder und Frauen, die mit der Hamas nichts zum tun haben. Ja. Wo ist da der Aufschrei in der westlichen Welt? Also Nirgendwo. dort Das wurden Einzige, was ich bei diesen Sachen, was ich mir immer In wenigen Monaten mehr Menschen ermordet als im ukrainisch-russischen Krieg an Zivilisten. Weißt du, was ich meine? Und diese Ungleichbehandlung, und wenn man sie jetzt anschaut, die Menschen, die uns beide zum Beispiel und auch andere als rechts einstufen und damit fälschlicherweise meinen, dass das dem Nationalsozialismus näher nahe sei. Das waren ja bekanntlich Linke, Nationalsozialisten. Ja, hat Wissen mit wir ja. rechts gar nichts zum tun, aber wurscht. Sozialisten, ja. Wenn Sie meinen, dass Menschen wie du und ich unter rechts zu schubladieren seien, weil wir daher Nationalsozialisten oder in einer Nähe zu verorten seien, Konjunktiv, völliger Schwachsinn, dann haben sie offensichtlich völlig ausgeblendet, dass die Nazis Propaganda betrieben haben, eine Zwangskollektivierung, wo die Meinung des Einzelnen gar nichts mehr gegolten hat, Ja, klar. wo du nur mehr mitsagen durftest, was die Partei vorgegeben hat oder deine Gruppe von der HJ, Bund Deutscher Mädchen, was weiß ich, was es da alles gab. Ja. Ganze Hierarchie bis auf, ja. Genau, und dass insbesondere auch die antirussische Haltung ein klassisches Phänomen des Nationalsozialismus war. Also wenn ich jetzt sage, ich bin für dass man versteht, wie dieser Ukraine-Konflikt entstanden ist und damit man ihn auflöst, muss man beide Seiten anhören. Ein neutrales Land muss das tun. Dann geht jemand her und sagt, ja, die Donna ist nicht nur Verschwörungstheoretikerin, sondern ich sei vielleicht sogar ein Neonazi. Da muss ich sagen, dann muss ich wirklich ganz laut betonen, dass die Leute, die das tun, viel eher einen Charakter haben, der sie zu dem macht, was vor
Jahrzehnten, Jahrzehnten zurückgerechnet, andere Menschen mit der Zahnbürste den Gehsteig reinigen ließ. Also das sind, glaube ich, die Leute, die daneben gestanden sind und nichts gesagt haben oder sie vielleicht sogar noch lustig gemacht haben, weil das sind die mit dem Schübel mitschwimmen, nicht ich. Ja, ich bin, genau. Ich bin die Erste, die aufsteht und wem hilft, der unterdrückt wird. Ich bin die Erste, die das Individuum fördert, wenn jemand ausgegrenzt wird. Aber jetzt bin schon langsam ich auch Feindbild in dieser Gesellschaft. Auch weil ich, also ich selber brauche keine LGBTQ-Bewegung, gell? Also überhaupt nicht. Die ist ja zum Teil auch... Das wollte ich dir jetzt fragen dann. Ja, das wird ja, jetzt aber hat ja teilweise auch absurde Ausformungen schon, ja. Ist aber nicht das Hauptproblem in dieser Gesellschaft. Die neue Weltordnung, so wie sie geplant ist, hat im Grunde nichts mit LGBTQ zu tun. Der hat diese Widerstandsbewegung das neue Feindbild dankbar aufgenommen und wie die nützlichen Idioten haben sie sich auf LGBTQ gestürzt und schaut weiter zu schauen, was passiert denn jetzt noch alles. Ja? Das heißt, da ist mir der Kragen schon geplatzt. Mhm. Also da hat mich Gott sei Dank der Ballpoet, der Regisseur vom Film von Monika, ein bisschen aufgefangen und hat gesagt, ja, hat mich auch gefilmt dazu, eben auch für einen Kinofilm, damit ich mich da ein bisschen auch äußern kann. Denn alles, was dieser Widerstand gemacht und gesagt hat, habe ich nicht mitgetragen, überhaupt nicht. Ja. Nein, mir war wichtig, diese Impfpflicht wegzukriegen. Das hat der Rolli Thüringer einmal so schön gesagt, hat, nicht jeder bei der Demo ist mein Freund. Genau. Das ist eh gut, das ist ja logisch, aber das ist wie beim, auch wieder so ein Thema, dieses Framing damals, da sind halt vielleicht ein paar Koffern dabei, oder für die Bundesdeutschen halt ein paar Idioten, österreichisch gesagt, und deshalb kannst du jetzt nicht die ganze Bewegung, oder die ganzen 10.000 Leute, oder die ganzen, oder vielleicht sogar 100.000 bei ein paar, bei einer Demo auf jeden Fall, da quasi in der Sippenhaft nehmen für diese 5 Hooligans oder 10 oder whatever, oder unser Freund Gott mit Küssel ist, der eigentlich das Sinnbild für dieses Framing. Na, aber nur ganz kurz, also zurückzukommen um Hamas und Ukraine etc., das ist bei all diesen Sachen, habe ich insofern immer nur eine Nachsicht mit den Leuten, weil es weit weg ist, weil so eine richtig kriegerische Handlung für uns wahnsinnig schwer vorzustellen ist. Für die als Soldatin ein bisschen kannst du dir noch mehr vorstellen, weil das Krieg und Anführungszeichen, auch was du aktiv jetzt nicht erlebt hast, aber es ist trotzdem für die als Modellfall immer Teil deines Lebens gewesen. Für normalsterblich ist Krieg unendlich weit weg. Und vor allem jetzt da auch, wie du vorher gesagt hast, Dokumentationsarchiv österreichischer Widerstand, je weiter weg, desto fanatischer wird der Kampf gegen Nationalsozialismus. Es ist halt so, was schon interessant ist, je weniger von der alten Generation noch da sind, sprich Großvater-Generation von uns, die wirklich nur Augen- und Ohrenzeugen waren, desto unbegreiflicher wird das halt auch und desto, wie soll man sagen, desto flexibler und desto amorpher wird dieses ganze Narrativ. Und deshalb, und seltsamerweise auch desto fanatischer wird das alles betrieben. Ja. Also ich beobachte nur. Ich weiß, ich kann mich völlig täuschen. Nur das, was mich jetzt insgesamt schockiert, unabhängig von den ganzen kriegerischen Sachen, ist weit weg, weit, weit weg. Wir haben ja keinen Großvater mehr, der uns erzählt, wir sind in Russland, wo wir im Schützengraben. Aber was mich jetzt einfach aktuell so verblüfft und wo ich einfach ein bisschen am Resignieren bin, dass einfach der das Gerechtigkeitspendel, der Kompass, der Leute einfach scheinbar nicht mehr stimmt. Und sie wirklich täglich mit neuen Skandalen, Skandälchen kurz in der Erregungskurve zu erreichen sind und nächsten Tag ist schon wieder vergessen. Und es ist ja keine Lust mehr zu einer Aufarbeitung, oder es ist kein Gerechtigkeitswunsch mehr da. Also, was ist da wirklich passiert? Ich möchte einmal eine Verhandlung sehen. Ich möchte einmal sehen, dass da wer wirklich in Häfen geht, also ins Gefängnis geht. Oder eben, wie gesagt, bei diesen Kindergeschichten oder was, dass man da mal ein bisschen nachbohrt. Was steckt da wirklich dahinter? Wer ist da wirklich dahinter? Oder falsch, ich komme jetzt immer mit diesen Schlagzeilen, okay? Nur das mit Einzelfall ist egal, aber nur Teichmeister Pilnacek. Das sind immer so Sachen, ich gehe jetzt nur so die Schlagzeilen durch. Es interessiert am nächsten Tag niemand mehr. Und das wissen die halt auch und du wirfst ihnen wieder was hin und es ist kurz einmal wieder Ablenkung, es ist kurz wieder Zerstreuung. Und das eigentliche Thema, was jetzt gerade aktuell vielleicht am brisantesten wäre, wo es vielleicht wirklich gefährlich wird, wenn sie da mehr Leute interessieren würden, wird halt verwässert und verwaschen. Und so funktioniert momentan die Propaganda. Absolut. Und diese politisch-mediale Propagandamaschinerie, die ja in der C-Blödemie zu Hochtouren aufgelaufen ist, trägt ja auch dazu bei, dass die Menschen nicht mehr zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden können. Also genau. Die meisten, ich wage zu behaupten, die meisten, es haben sie ja 75% einen Stich geholt. Ja. Positiv formuliert, ein Viertel hat immer gesagt, nein,
Mein Körper ist mein Körper und das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass sich ein Zwangskollektivismus nicht durchsetzt, weil da reichen ja rund 10%, die einfach nicht mitmachen. Wir haben 25%, die nicht mitgemacht haben. Ja. Und von die 75, die ja offiziell einen Stich haben, gibt es ja auch etliche mit gefälschten Zertifikaten. Ja. Also das heißt, Geben, ja. grundsätzlich nicht schlecht, die Zahlen, aber eins muss klar sein, die Masse macht immer mit. Und es waren immer Einzelne oder Kleingruppen, die in der Geschichte etwas in Richtung mehr Freiheit verändert haben. Und solche Menschen wie du und ich, die sich genau dafür Ja. einsetzen, werden in Zeiten, wo es immer zwanghafter wird, wo man spürt, es geht jetzt nicht um einen Menschen, es geht auch nicht um die Gesundheit, es geht auch nicht ums Klima, es geht auch nicht um einen Frieden. Man hört sie nicht mehr vom Frieden reden. Ich höre nur mehr Krieg, Krieg, Ja, Krieg, Krieg, ja, Krieg, ja, Krieg. ja, Ja? ja. Was ist eigentlich deine Einschätzung? Wie geht es weiter? Weil ich bin jetzt, ich schaue immer so, also zum Beispiel aktuell, ich bin so ein bisschen Instagram-mäßig aktiv und ich schaue zum Beispiel, jeden Tag kriege ich immer diese Posts von dem na, Ministerpräsidenten in Lettland, weil ich da ein paar Mal oben war in Riga. Und also mich schreckt das extrem, weil ich glaube, der ist jeden Tag irgendein Truppenbesuch oder irgendwelche strategischen Karten. Also du hast wirklich den Eindruck, die bereiten sie vor. Also so wirkt es für mich, wenn ich mir das so seine Posts anschaue. Du, Was ist von deinen Büchern? eindeutig, ja, auch Schon, gell? insbesondere in Deutschland. Ja, also es geht so weit, Ja. dass man offen davon spricht, dass man Krieg gegen Russland führen muss, wieder. Es werden ja auch erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder Panzer, deutsche Panzer gegen Russland geschickt, nur diesmal so halt indirekt über die Ukraine. Und es geht auch in alle gesellschaftlichen Detailbereiche hinein. Es ist so weit, dass sie sogar im Selbstbestimmungsgesetz, ja, also wo praktisch jemand über seine eigene geschlechtliche Identität entscheiden darf, für Mann zu Frau der Ja. Geschlechtswandel oder die Geschlechtsumwandlung, wie sie es nennen, ein sehr blöder Begriff, ist nicht zulässig im Kriegsfall. Das haben sie jetzt kürzlich geändert. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Zahl jener, die sagt, ich möchte mich vom Kriegsdienst drücken, indem ich das Geschlecht wechsle, ich glaube, das ist überschaubar und klein, ja, die Menge. Aber selbst in diesem Bereich haben sie an den Krieg gedacht. Das Das heißt, wollte ich gerade fragen. Ja, genau. der Krieg ist in den Köpfen sowas von manifestiert, dass du ihn kaum noch rauskriegst. Und das, obwohl ich, und also ich muss ehrlich sagen, ich komme mir vor, wie ich predige jetzt seit 9 Jahren. Seit 2015 habe ich das Buch God Bless You Putin, dünnes Buch, ja, der Regierung, auf den Tisch geschmissen mit dem provokativen Titel und gesagt, leider, wenn es so weiter tat, nämlich der Westen insbesondere auch, dann kommt es zu diesem Krieg. Und dazu ist es dann gekommen. Und jetzt merke ich, jetzt zündeln sie und zündeln sie immer mehr. Und eins ist auch klar, ein regional übergreifender Krieg, der zu einem größeren Krieg werden kann, ist genau der dritte Weltkrieg, von dem Gorbatschow, Ron Paul in den USA und auch der Altkanzler Schmidt in Deutschland gewarnt haben. Ja? Und es waren gescheite, waren und sind gescheite Leute. Und was glaubst du, wenn das Gesetz Ja. im Fall ist, im Herbst jetzt in Amerika die Wahl Richtung Konservative wieder ausgeht, glaubst du, könnten die nochmal die da intervenieren oder kann man da vielleicht noch irgendwie deeskalieren oder ist dann schon spät? Na, nicht das kleine Österreich. Nee. Schau. Nein, nein, ich rede von Amerika. Sollte jetzt im Herbst wieder Trump oder was ihn der jetzt wirklich antritt, wieder Präsident werden und der dann sagt, na, das da machen wir nicht mit. Ich meine, es ist immer ganz schwer zum Einschätzen, wie Das weit da schon ist die. schwer zum Sagen. Ich denke nicht, dass der Präsident alleine etwas ändern kann in den Ist USA. egal, das ist schon sehr verfahren jetzt da, logisch, ja. Die USA sind letztlich vom Krieg, also von der Rüstungstechnik und vom Krieg abhängig in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ja, also Ja, logisch. die USA sind ein auf Militär aufgebautes Imperium mit über 1200 Militärbasen auf der ganzen Welt, mit 12 Flugzeugträgern, ja, atombetrieben mit bis zu 90 Kampfjets pro Flugzeugträger. Zum Vergleich, Russland hat einen mit in etwa 30 bis 50 Fliegernkapazität. Das dient aber nur dem Schutz des eigenen Landes. Das ist damit nur zum Vergleich. Dafür ein Wie? bisschen mehr Landmasse, die brauchen nicht hinfahren, weil sie sind Island. Ja, genau. Ja, ja. Genau. Und die Balance of Power, die angelsächsische, also britische und US-amerikanische Balance of Power besagt ja, indirekt wollen sie den eurasischen Kontinent, also Europa, Asien, Afrika, indirekt beherrschen, indem sie teilen. Und damit muss Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg bis zum heutigen Tag immer der Alles klar. Landkrieg zwischen den
Landmassen, also den Kräften hier auf dem Kontinent und den Streitkräften so forciert werden, dass die nie sich zusammenschließen. Denn wenn Eurasien eine gemeinsame Flotte oder Luftwaffe hätte, wäre es aus für Großbritannien und USA. Das sagen sie seit über 100 Jahren ganz offen. Ja, klar. Und wenn du dir jetzt draußen hinstößt und sagst, ich zitiere Sir Henry in der Brzezinski und so weiter, bis zum heutigen Tag, George Friedman, ja. Ja, genau, also, das Council, Western Council. Dann wirst du als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Es ist auf YouTube, kannst du es nur schauen. Ich habe mit dem Roman Braun, wenn der was sagt, der Psychologe aus Wien. Ja, fantastischer Typ. Mhm. Damals das war diese Schauspieler- und Künstlerbewegung, alles auf den Tisch, habe ich mit dem so ein Gespräch geführt im September 21. Und da habe ich genau das gefragt. Ich habe gesagt, wieso? Ich plapper ja eigentlich, ich meine, natürlich, ich denke drüber nach, aber ich plapper eigentlich nur noch, was jetzt zum Beispiel der Klaus Schwab sagt, wie es weitergeht. Oder im philosophischen Sinn, was der Yuval Harari sie über die Menschen denkt und wie er halt einfach auch die Menschen in ihrem Selbstverständnis beziehungsweise in ihrer Nutzbarkeitmachung, weil es ist ja dann doch eher, er sieht es ja, also von Seele und Göttlichen sind wir da eher weit weg, aber ist ja wurscht, was halt der so sagt. Und ich plapper das nach und sage, so und so denken halt viele Leute und wieso ist das, oder unser schlimmster aller Fälle, wenn ich jetzt das Wort darf man, kann man gar nicht sagen, müssen wir verpiepsen wahrscheinlich, Bill Gates. Wenn ich sage, was der sagt, dann bin ich dann der Verschwörungstheoretiker. Aber ich sage inhaltlich genau das Gleiche, was er uns sagt. Und bei ihm applaudieren alle und sagen, wow, das ist ein Visionär. Toll. Also was er der für Gedanken macht, welche philanthropische, selbstlosen Ideen für die Verbesserung der Welt er hat. Und ich sage das Gleiche und ich bin der Nazi und er ist der Held. Also was passiert da? Und er erklärt das dann sehr schön mit dieser Imageübertragung. Und er erklärt dann ganz genau, warum das so funktioniert. Und das haben wir eben bei dem Punkt. Es ist eigentlich nicht mehr wichtig, was du sagst, sondern wer es sagt. Beziehungsweise mittlerweile, mit wem du redest. Genau. Und dann wird auch Ursache und Wirkung verdreht. Es wird auch dadurch der Täter zum Opfer und das Opfer zum Täter gemacht. Das ist die absolute Umkehr, wie wir es in der Corona-Pandemie erlebt haben. Ja. Du wolltest mir, lieber Günther, zuerst eine Frage stellen, LGBTQ, ähnliches Thema. Ja, aber so allgemein. Ich darf vorschlagen, es geht ja auch um einen Fußballplatz. Ja? Ich habe mal ein paar Fragen vorbereitet an dich. Bitte. Los. Wir haben ausgemacht, du weißt sie nicht vorher. Ja. Das heißt, spontan bitte, wie immer. Ja, die erste Frage war oder ist, lautet, wie, lieber Günther, bist du zur Oper gekommen? Ja, okay, ich versuche das ganz kurz zu halten, weil, also ich habe das schon oft gesagt, ich bin sehr musikinteressiert immer gewesen, schon seit Kleinkind weg. Aber zum Singen erst sehr, sehr spät, weil mir, wie soll ich sagen, ich habe in meiner unmittelbaren Umgebung, also ich habe sehr, sehr brav und früh Klavier gespielt mit großer Ambition. Also als Kind hat man gedacht, wow, das wäre ein Traum, Pianist, Dirigent und so weiter. Und habe mich schon auch für Oper interessiert, aber ich habe mir nie vorstellen können, dass ich mich da hinstelle. Und also allein die Art und Weise des sich Entblößens, das war mir sehr fremd. Mhm. Und war ja zu der Zeit kein Thema, weil Stimme, was der als Pubertär oder als Kind, als Pubertierender, hat man da überhaupt noch gar kein Gefühl dafür. Und dann, so mit 17, 18, habe ich dann zu Hause so langsam gemerkt, naja, das, man singt halt so, kennst du in der Dusche und zu Platten und so weiter. Und irgendwann hören dann halt dann, bei mir waren es halt die Schwestern und die Mutter, und ich habe gesagt, das klingt aber schon super. Magst du nicht in den Kirchenchor gehen? Und so, und ich habe gesagt, nein, geh bitte, spinnst du oder was? Also kein Thema. Und dann war es halt so, dass ich, also der wirkliche Anlass, es waren zwei Anlässe. Das eine war, das ist ein bisschen schräg, ein Fußballplatzbesuch, und zwar Wiener Derby. Passt jetzt auch sehr gut aus aktuellem Anlass. Und zwar habe ich bei diesen geistreichen Sprechchören natürlich immer mit voller Inbrunst mitgegrölt. Und irgendwann kam dann so ein ziemlich ruppiger Kamerad und hat gesagt, hey, du mit der Stimme, gehst nachher mit. Also es ging um ein tätliches Treffen mit den Rapidlern. Und ich habe so gerade nach hinten, links, rechts, und da bin Mann da. Und so, okay. Also ich wurde das erste Mal auf die Stimme angeregt. Also, hey, du mit der Stimme. Also gut. Ich habe es ja schon gehört vorher. Ja. Die Geschichte. Die Geschichte, aber ich habe sie jetzt dir gestellt für die wenigen Zuseher von mir, die das noch nicht kennen. Und vor allem, wenn wir einen Anknüpfungspunkt an ein aktuelles Thema haben. Das heißt, du bist über eine Begeisterung, über eine Inbrunst, über eine Kraft, die du draußen siehst,
anfeuern, dann auf eine Bühne gehoben worden oder zur Bühne kommen, wo du dasselbe den Leuten gibst mit deiner Stimme. Weil du hast ja eine Wahnsinnsstimme. Ich meine, das Nee, warst das hat sie. das Ja, das warst haben du sie. selber. Einst hielt ich dir Freiheit Zeche hoch den Ärmel tiefsten Becher, und du segnetest den Trank, habe Dank. Ja, na gut. Es haben sich, wie soll man sagen, es haben sich zwei Welten da vereint, die geistige Welt und letztlich, ich meine, Stimme und Singen, oder die, gerade jetzt in der großen deutschen Romantik, Wagner, Strauss etc., dieses Repertoire, was auch sehr dick orchestriert ist, das hat natürlich eine gewisse Art von, ich würde nicht sagen Gewalt, aber das ist schon große Energie, die da strömt. Also das heißt, du musst da sehr aus dir rausgehen. Also laut, dass die da so, sag ich mal, so aufbläst, dass da wirklich eben da raustönst. Und das ist ja natürlich ein großer physischer Aufwand. Also auch wenn du jetzt technisch gut singst, der Körper und so muss voll da sein. Und das ist eigentlich die ideale Kombination aus Geist und Körper, also Athletik, weil das wirklich muss funktionieren. Und selbst das alte Klischeebild von, alte Klischeebild von Opernsängern, wo die Leute glauben, dass da jetzt irgendwie der 200 Kilo Spaghetti-Mampfende Pavarotti einfach nur im Bauch rauslässt und dann O Sole Mio schmettert, das ist ja nicht so. Ich meine, der Typ war total fit in seiner Art. Ich meine, jetzt, ja, körperliche Fitness oder sängerische Fitness ist vielleicht jetzt nicht immer ein Fitness von Triathleten, aber das ist Zwerchfell und diese ganze Atmungsapparat, das ist voll da. Also das ist das insofern eine Kombination aus beiden. Und dann kommt nicht einfach wie soll man sagen, das Füllen mit Geist, mit Inhalt und mit Poesie, mit Wort und was auch immer dann dazu kommt. Und im Idealfall hast du dann diese Kombination aus, ja, wie soll man sagen, mit der richtigen Geschichte da, wenn es dann auch noch eine richtig packende Sache ist, dass du halt einfach da alles zusammenkommt. Und das ist dann sehr mitreißend und letztlich kann er sehr schnell zu was Rauschhaften werden. Sowohl als Darsteller als auch als Zuschauer. Und Ich durfte dich ja erleben. Ja, so, jetzt mit dem Kloster Neuburg warst du mit ich dabei, durfte genau. auch kurz mitwirken bei dir. Ja. Ja, also das, und Bei uns in ich Hallo, ja, finde es das ja, war ich so. find's ja schade, dass das nicht im Film dann drinnen ist. Sie haben ja ein Close-up Die von mir Szene ist cool, gemacht, ja. wo ich dich auf der Bühne mit den anderen singen sehe. Also Genau. du hast mir eine kurze Statistenrolle zugewiesen Genau, von als Henker. Zuseher. Ich gehe wieder runter, ja, und dann höre ich zu und sie haben mich gefilmt. Ich habe wirklich Tränen in den Augen, Ich sehe, war sehr berührend, ja. weil es so schön war, es war so ergreifend, es hat mich gepackt, es hat mich gerührt. Da ist eine Kraft, von der du ja, so wenn ich mich erinnern kann, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk im Januar 2023 gesagt hast, ja, Politik, der Begriff ist mir viel zu platt, ist mir viel zu flach. Und Politik ist letztlich ein Abklatsch, gar nichts im Verhältnis zur Musik, zur Kunst, weil und so habe ich dich kennengelernt, weil ja bei Musik geht es um Gefühle, und das sind immer stärker als Indoktrination und Gleichschalterei, sondern hier geht es um Seelisches, hier geht es um Berührung, hier geht es ums Leben, um was geht es Echte, wirklich, echte. was ist der Mensch, deine Grundsatzfragen, ja, was ist der Mensch, wer bin ich als Mensch? Es geht immer in Richtung Freiheit, auch bei dir. Das ist natürlich stärker letztlich, weil es die Propaganda, das Gewäsch, dieses politisch-mediale Gewäsch, das der Unterdrückung dient, letztlich durchbricht. Und das spüre ich bei deinem Gesang sofort. Ja. Aber die Frage noch zum Fußballplatz. Bitte. Da wolltest Ja, du mir. bitte. Okay, ich wollte jetzt ganz was Wichtiges nämlich gerade einhaken, Na, weil das ist momentan sag mir. das Dilemma ein bisschen, wo sie jetzt nicht genau wissen, wer sind Sie? Ich sage jetzt immer so, der Jaroslav Belski sagt immer die Gegenseite, das ist ein schöner Begriff, aber ist auch wieder so, sage ich mal so, die Unwahrhaftigen, das ist vielleicht am besten, oder die einfach Angst haben vor der echten, vom echten Leben. Ja. Es sind ja die Leute, die sich hinter dem verstecken, die einfach diese Etiketten brauchen, die immer eine Zuordnung brauchen, rechts, links, böse, gut. Weil einer, der im Leben steht, braucht ja das gar nicht, weil der setzt sich mit jemandem auseinander. Die merken halt jetzt momentan, ja, sie wollen natürlich in vielen Bereichen alles nicht nur planwirtschaftlich vorplanen, damit alles irgendwie berechenbar ist, sondern sie wollen natürlich auch im geistigen Sinne, gerade was Unterhaltung und Kunst betrifft, das auch so handhaben, dass man halt eben eigentlich das Denken schon vor beherrscht. Und das merken sie aber in vielen Bereichen, dass das nicht wirklich geht. Beziehungsweise es wird einfach fad.
Also Kunst lebt ja eigentlich vom Unberechenbaren und lebt auch vom zutiefst Menschlichen, und das zutiefst Menschliche ist halt einfach für sich unberechenbar. Also das ist eben das, was sie nicht ausgeht. Und da ist jetzt, wie soll man sagen, die technokratische Welt mit der echten Welt, da kollidiert es. Und ich bin da ziemlich in der Schnittstelle, gerade aktuell, weil ich merke in der Unterhaltungsindustrie, sie möchten ja, sie wollen ja jetzt alles nach Quote. Und ist ja in der klassischen Musik auch so. Wir brauchen jetzt drei Frauen mehr und am besten mit einer ukrainischen Tante, und die muss dann noch lesbisch sein und was weiß ich was. Weißt du, diese ganzen Klischeebilder, wo das einfach so überfüttert, wie du sagst, Kinder, bitte, ja. Und das funktioniert aber nicht immer. Du hast nicht immer die eigene Trepko, die dann jetzt eine Ukrainerin ist und eine Lesbe auch noch. Sondern blöderweise ist das dann eine Russin auch. Also, ich übertreibe, du weißt, was ich Ja, meine. ja, ja, Und ja. du kannst in der Form einfach das nicht planen. Das macht es natürlich narrisch. Und jetzt hast du halt dann wahnsinnig viel konstruierte Produkte, die aber so stinkfad sind. Oder die es halt irgendwie pushen und pushen und pushen, aber sie interessieren nicht wirklich jemanden. Nur auf der anderen Seite passiert halt wahnsinnig viel Indoktrinierung und Propaganda. Und die Leute, das ist meine einzige Sorge, fallen wahnsinnig viel drauf ein. Und darum Ja. bin ich immer so froh, wenn es kritische Leute gibt, die dann einfach sagen, na, gefällt mir nicht, interessiert mich nicht. Aber das gefällt mir. Also auf der anderen Seite, dass sie einfach selbstständig entscheiden. Das ist das, was ich auch immer sage. Das ist unsere einzige Chance. Weil diese Überschneidung ist momentan sehr, sehr, das kommt jetzt gerade wirklich zum Clash. Und da ist jetzt gerade wichtig, dass die Leute, darum appelliere ich immer so an die Eigenermächtigung, der eigenen Meinung, dass sie sich einfach selbstständig trauen, zu sagen, gefällt mir nicht. Oder beim Essen ja, oder bei allen, in allen Bereichen, Mode, alles, was es ist. Einfach selbstständig bitte denken. Und dann aber auch den Mut haben, als Konsument zu entscheiden. Weil es ist halt einfach, das haben wir jetzt auch gehabt in der sogenannten Pandemiezeit, wenn sie halt dann alle zum Fastfood-Konzern rennt, dann wird der Dorfwirt halt nicht überleben können. Und da brauchst du aber nicht jammern, dass er nicht mehr da ist. Also das ist in allen Bereichen, also ihr müsst in dem Sinne auch handeln auch. Und da hilft euch dann auch kein, weiß ich nicht, irgendein super Politiker, aus der irgendwo herkommt und euch rettet, sondern das ist euer Tun, wo ihr zuständig seid. Und das ist gar nicht so wenig. Und das sind ja keine großen revolutionären Gesten. Das sind kleine Handlungen, mit denen man sehr viel bewegen kann. Ja, Entschuldigung, ich habe ganz kurz einsetzen müssen, damit der. Na, alles gut, alles gut. Was war deine Aber Frage? politisch platt. Setz fort, sonst sitze ich noch ein mit dem politisch zu platt im Vergleich zur Kunst, was du Na, gerade hast. na, alles gut, alles gut. Ich darf nur kurz zum Fußballplatz zurückkehren. Bitte, komm Da zurück. hat es ja in Wien einen Sara gegeben, na, ich glaube von Rapid gegenüber Austria oder so, wo jetzt Rapid bestraft wurde, wegen des Spruchs von Hooligans bzw. Fußballfans, nachgesungen oder mitgetragen von der Rapid-Fußballmannschaft, wir sind ja keine Wir sind Arschwarm. keine Ohrschwabenpfeilchen. Okay, so. Wir sind keine Ohrschwabenpfeilchen. Ich kenne das. Ich bin ja Betroffener Okay, als Pfeilchen. okay. Ja, ich verstehe die Aufregung ganz offen nicht. Falls du meine Arbeit zu schätzen weißt und mich unterstützen möchtest, freue ich mich sehr über deinen Förderbeitrag. Den PayPal-Link findest du in der Beschreibung dieses Videos. Herzlichen Dank!